Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht's? Willkommen zurück zu Inazuma 11. Wir sind hier gerade in der zweiten Halbzeit gegen die Okko Junior High. Los geht's. Es geht noch weiter. Er zittert vor der Kraft des Spektralblockers. Oh nein. Nein! Jetzt, alle Mann, die Augen zu. Schaut nicht auf ihre Bewegungen. Was soll das? Wir sind hier mitten auf dem Platz. Das Spiel ist in vollem Gange, Axel. Ach, der spielt sich doch nur wieder in den Vordergrund. Moment, ich glaube, Axel hat sich dabei was gedacht. Auf jeden Fall sollten wir einfach tun, was er sagt. Pah. Unglaublich. Ich kann mich wieder bewegen. Ich habe wieder Kontrolle über meinen Körper. Was? Genau wie ich gedacht habe. Dieser Spektralblocker war einfach nur eine Hypnose. Wir haben uns von der Erscheinung der Spieler und ihren seltsamen Bewegungen einlullen lassen. Hypnose? Und du hast die Kerle die ganze Zeit beobachtet, um das herauszufinden? Ja. Wow. Das hätten wir ohne dich nie gemerkt, Axel. Wie hast du es nur geschafft, das mitten im Spiel herauszufinden? Ich dagegen... Was kann ich eigentlich leisten? Ich habe doch nicht mehr zu bieten als mein Dragon Ball. Aber dann ist es jetzt auch Zeit mit meinem Dragon Ball. Also gut, ab sofort schlagen wir zurück. Moha, Sie haben es also gemerkt, aber denken die etwa, das wäre unser einziger Trumpf? Wir werden es sehen. Jetzt wird's heiß, Occult. Oh oh. Das dürfen wir nicht so weit kommen lassen. Grätsch da mal schön rein. Tackeln. Okay, ich glaube, wir dürfen gar nicht. Ich glaube, wir können gar nicht. Wir können gar nichts machen, Alter. Ich hoffe nur, dass Mark den hält, aber der geht vorbei. Oh, der geht nicht vorbei. Trotzdem, er kriegt ihn noch, er kriegt ihn noch. Ja, Kevin ist da, Kevin ist da. Ich versuche mich durchzusetzen, ich versuche es. Geisterzorn, ja, das kriegen wir nicht hin. Das kriegen wir leider nicht gebacken. Ich dachte schon, wir wären so schutzlos ausgeliefert und müssen jetzt wieder ein Gegentor ertragen. Aber so sieht es anscheinend nicht aus. Schon wieder daneben. Wir können nichts machen, Alter. Die Mauer, komm. Wallside. Kriegen wir ihn? Wir kriegen ihn nicht. Schade. Aber ein 1-1, das können wir uns nicht leisten, Alter. Ihr seht, wir können nichts machen. Wir können nur mit TP arbeiten. Das ist so richtig kacke. Der Blitzstibitzer oder irgendwie so. Der macht den Fluch. Boah, ist das ein Müll. Komm, wir machen mal die Himmelshand. Zur Sicherheit. Ich will jetzt kein Gegentor kassieren. Ich verwünsche euch. So, und jetzt sind wir an der Reihe. Heiße Phase vorbei, Occult. Ist echt so. Jetzt ist aber mal hier Schluss mit lustig. Kevin! Genau! Axel, los! Er hat ihn, er hat ihn. Nein, 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 rennen, rennen! Ja! Den schießen wir so rein. Wir brauchen keine Technik dafür. Wir brauchen keinen Himmelsschussgedönshaftigkeit. Der geht auch so rein. Was? Der ist rübergegangen? Ah, verflixt. Das war ein gescheiterter Versuch. Der ist noch niemals rübergegangen. Hey Leute, was ist mit euch los? Spielt mir mal ein paar Bälle zu. Hä? Der ist doch niemals rübergegangen. Niemals. Ey, wir können doch schon wieder nicht reingehen. Das ist doch nicht dein Ernst. Sehr schön, Kevin. Sehr schön. So. Ach komm, das war doch niemals ein Foul. Ich bitte dich. Ich wollte schon sagen, wenn der jetzt durchgeht, ne? Dann wäre das aber echt glügelisch. Sehr schön, sehr schön. Geht ran, geht ran. Wie schmeckt euch das? Wie gefällt euch mein Dragon Ball? Kevin verspürt einen Energieschub. Kevins TP wurden vollständig aufgefüllt. Okay, wir müssen den Dragon Ball machen. Oder ich möchte es machen.
Und BAM! Butz, Junge! So ein Jammer. Als ob der nicht reingeht, Mann. Der Typ stand einfach ganz links am Tor. Das macht keinen Sinn. Was war denn das? Sag schon, was hatte das jetzt zu bedeuten? Mit euren lächerlichen Bällen kommt ihr nicht gegen unsere Verzerrspirale an. Habt ihr das jetzt erst gemerkt, Jammerlappen? Naja, diesmal muss ich eine Lösung finden. Mit meinem Dragon Ball. Wenn ich das nicht schaffe, dann... Kevin! Hä? Hab ich's dir nicht gesagt, dass du dir nicht allein so viele Gedanken machen sollst? Na, stimmt. Ich muss mich beruhigen. Allein werde ich es nicht schaffen, diese Technik zu schlagen. Da hilft nur eine stärkere Kraft. Genau. Mark, du hast es doch selbst gesagt. Was man nicht allein schafft, das schafft man dann eben zu zweit. Da bleibt wohl nur eine Chance. Hey Axel, ich muss etwas mit dir besprechen. Hör gut zu, okay? Was? Meinst du das wirklich ernst? Ja, was tuscheln die denn da, die beiden Süßen? Bereden die schon die Fluchtpläne in die Garnsäcke? Ich meine es ernst als ernst. Wenn wir gewinnen wollen, haben wir nur diese eine Chance. Na gut, vielleicht klappt es ja tatsächlich so. Zuerst schießt du den Ball und ich passe mein Timing an, deine Bewegungen an. Okay. Also es wirkt hier ziemlich so, man will uns hier so ein bisschen Story vermitteln, ne? Und naja, schade, der ist rausgegangen. Ne, man will hier auf jeden Fall eine Story vermitteln und das in den Fußball spielen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ich finde das ein bisschen komisch. Dass man da so voll aufs... Okay, Kevin, renn durch. Okay, Kevin. Alles klar. Spiel beendet, 1-1. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das nicht gewinne. Ah, Zeit abgelaufen. Hey, ihr müsst noch viel üben, aber wir sind jederzeit bereit, wenn ihr einen Gegner sucht. Wir hatten nur 34% Ballbesitz. Wow. Schade, aber gebt nicht auf. Wenn ihr nicht gewinnen könnt, zieht euch zurück und trainiert weiter. Stimmt, wir sollten unser Team durch Trainingsspiele, neue Spiele und Spezialtraining verbessern. Gute Idee, Mark. Beim nächsten Spiel werdet ihr dann bestimmt auch siegen können. Game over. Willst du mich jetzt irgendwie vollkommen in den Arsch ficken? Das ist nicht dein Ernst, oder? Kapitel 2. Der Traum unseres Lebens. Nee, oder? Nee, oder? Oh Gott. Was ist jetzt gerade los? Ich glaube, ich habe nicht gespeichert. Kinders, wisst ihr was? Wir sehen uns wieder, wenn... Naja, ich in der zweiten Halbzeit bin. Also gut, ich bin wieder hier in der zweiten Halbzeit drin und es ist echt komisch. Weißt du, so, dass man versucht hier so eine Story aufzubauen, ja? Aber ich finde das ein bisschen... Naja, ne? Dieses zwanghafte, komm, ich drück dir jetzt mal eine Story rein, dann ist alles gut. Ich finde das dezent scheiße. Muss ich echt mal sagen. Aber okay. Und der geht schon wieder vorbei. Ist das gewollt? Es ist echt gewollt, kann das sein? Weißt du, diese Abfolge. Es ist alles gezinkt, es ist alles vorgegeben, weißt du? Ich hoffe, das hört auf. Weil das kann ja nicht sein. Ne? Das kann ja echt nicht sein. Dass das hier alles so mit Abfolge und sowas alles ist. Dass man hier nicht in diesem Spiel mit 10 zu 0 führen kann. Oder gewinnen kann. Das ist alles so gezinkt. Wie soll man das denn finden, Mann? Verdammt, ich habe nicht mehr genug CP übrig. Aber egal, dann werde ich halt jetzt ein bisschen, nö. Draufschießen wird schon klappen. Wobei er ihn hält, ne? Aber nochmal. Ne, den Dragon Ball mache ich jetzt nicht. Oh, nicht schon wieder. Ne, ich... Soll man das so machen? Ich mach's jetzt mal wieder, aber es bringt ja sowieso nichts. Der Ball wird nicht reingehen. Er wird ihn mal wieder halten mit seiner Technik, mit seiner TP-Technik. Ne? Er würde seine Spezialtechnik anwenden. Und es ist halt... Es ist vorgegeben. Wie soll ich das finden?
Das finde ich jetzt nicht gerade gut, dass man so während eines Spiels sogar dann noch so eine Story reinknüppelt. Lass doch mal die Story Nebensache, was heißt Nebensache sein, aber lass die Story doch mal außerhalb der Spiele sein und nicht innerhalb der Spiele, das nervt. Also ich muss sagen, das nervt mich schon so ein bisschen ab. Ne? Das bremst das Spiel so richtig aus. Das finde ich ein bisschen kacke. Jetzt mal ganz ehrlich. So, jetzt stehe ich hier vorm Tor. Flank rüber zu Axel und dann gibt es hier ein Tor. Ey. Ansonsten ist hier echt Schicht im Schacht. Und du scheiß Kappes, ey. Mach mal rein jetzt hier. Kann doch nicht wahr sein. Und schon wieder. Sag mal, wie viel TP hat der eigentlich? Hat er nicht gerade eben schon genug TP verschwendet? Es kann nicht sein. Ey, ich kann das hier nicht gewinnen. Was ist denn das? Ihr seht doch, ich versuche mein Bestes, aber es klappt einfach nicht. Die Zeit läuft wieder runter. Ich kann dagegen nichts machen. Habe ich ihn? Nein, habe ich nicht. Aber da kommt noch ein zweiter von mir an und der wird jetzt auch reingrätschen. Sehr schön. Hol doch den Ball. Komm, es geht los, Blaze. Das hängt nur von dir ab. Egal, was ihr tut, es ist umsonst. Die Verzehrspirale habt ihr doch nichts entgegenzusetzen. Achtung, jetzt kommt die Premiere. Und der Schuss heißt Dragon Tornado. Kevin verspürt einen Energieschub. Kevins TP wurden mal wieder vollständig aufgefüllt. Der Dragon Tornado, okay? Das heißt, wir kombinieren beide unsere Schüsse miteinander. Das ist krass. Ja, habe ich ein bisschen Gänsehaut bekommen, muss ich echt sagen. Wer macht die Verzehrspirale? Bringt aber gar nichts. Okay, wir haben es doch noch geschafft. Aber ich finde es echt, wie gesagt, es ist schwachsinnig. In den Spielen selber, wo man konzentriert sein möchte, Story reinbringt und Story reinknüppelt. Ich finde das kacke. Ich finde, das sollte man trennen. Spiel als Spiel. Ne? Und alles danach kann storymäßig sein, das ist mir egal. Aber doch nicht im Spiel das Ganze ausbremsen, wisst ihr? Ich hoffe, das kann man verstehen, wie ich das hier meine, ne? Aber gut. Aber das ist doch völlig unmöglich. Was? Die Verzehrspirale wurden durchbrochen? Was war denn das für ein Schuss? Ha, ich hoffe, du bist ein wenig dankbar, Axel. Das war eine grandiose Vorlage, oder? Ich heiße Axel, aber na gut, da kann man wohl nicht meckern. Schätze, ich kann mich ruhig bei dir bedanken. Jungs, das war echt großartig. Seit wann habt ihr eigentlich so eine Spezialtechnik? Unglaublich. Der Dragon Tornado, Kevin, Axel, ihr seid die Größten. Also gut, jetzt wird's ernst. Wir werden siegen. Okay. Jawohl. Na, das muss ich echt mal loswerden. Das ist halt einfach... In den Spielen selber werden Dialoge gemacht. Ich will einfach nur aufs Tor schießen und dann passiert so etwas. Ne? Ich finde, das muss einfach nicht sein. Ich finde, das muss wirklich nicht sein, da noch Story und sowas reinzubringen. Also das ist jetzt echt nicht so notwendig, finde ich. Und Spiel beendet. Wir hätten sogar fast noch ein Tor geschafft. Schade. Gewonnen. Wir haben gewonnen. Was? Ihr habt uns so einfach und ganz ohne schmutzige Tricks geschlagen? Huh. Wir konnten unsere Statistik noch mal ein bisschen verbessern in der zweiten Hälfte. Wir haben mehr Ballbesitz als eben gehabt, als wir verkackt haben. Mehr Torschüsse und ich glaube sogar mehr Techniken auch am Start gehabt, ne? Aber gut. Und fast alle haben ein Level abbekommen, außer Willy, Wallside und Jim. Ja. Ne? Von mir aus kann man jetzt Story einbinden, aber bitte nicht während des Spiels. Das ist einfach kacke. Ich hoffe, es kommt nicht so oft vor. Weil das schmeckt mir gar nicht, dass man klar, man will dadurch neue Sachen versuchen, aber meines Erachtens klappen diese neuen Versuche nicht. Das unterhaltsamer zu gestalten. Für mich ist es... ausbremsender und nerviger. Bitte lasst es doch so, oder bitte macht es doch so, dass ihr es trennt, weißt du, so Spiel ist Spiel und Story kann alles danach sein. Ne? Wir wissen doch, was abgeht. Aber okay.
Geschafft, Kevin. Fantastische Leistung. Axel! Ihr wart ganz großartig, alle beide. Was für ein Spiel. Mit meinem Dragon Ball. Natürlich auch mit dem Dragon Tornado. Hör mal, Axel. In Wirklichkeit willst du doch um jeden Preis Fußball spielen, oder? Wie wär's? Vielleicht haben wir noch einen Platz für dich im Raymond Fußballclub frei. Du musst dir nur merken, dass ich das Stürmerass im Club bin. Dann kommen wir schon miteinander aus. Na, schlecht bist du ja nicht, aber schwächer als einer, der mit den Kiddies trainiert, bin ich nicht. Nee, was? Wieso? Wer hat dir denn das? Warst du etwa auch am Fluss? Na, egal. Jedenfalls werden wir noch viel Spaß miteinander haben. Oder, Captain? Axel, du kommst also zu uns in den Fußballclub? Wow, dann starten wir am besten gleich das Training fürs nächste Spiel. Los, Dauerlauf zum Fluss. Genau. Wir müssen den Kiddies ja noch das Ergebnis unseres Spiels verraten. Und unser neues Mitglied vorstellen, das müssen wir natürlich auch. Was? Ihr seid wohl beide nicht ganz sauber? Trainieren können wir doch morgen auch noch. Ist doch wahr, oder? Was für ein lustiger Haufen. War klar, dass sie da steht. Ihr seid ja besser als erwartet. Und bei beiden Spielen brachte dieser Typ den Wendepunkt. Ich kriege langsam Lust zu sehen, was ihr wirklich leisten könnt. Also gut, als nächstes... Er ruft irgendjemand an. Wen ruft er an? Hallo? Jawohl, die Mannschaft hat das Spiel gegen die Occults gewonnen. Wir sollten besser schnell etwas unternehmen, sonst... Was hat das zu heißen? Das habe ich gesehen. Denken Sie nicht, Sie könnten mir entkommen, Sie Halunke. Oder irgendwie so ähnlich. Ja, lasst uns mal speichern. Wow, ich habe gerade echt gemischte Gefühle bei diesem Spiel. Ich bin echt mit einem positiven Gefühl reingegangen, aber jetzt gerade ist das so ein bisschen... Naja, ne? Naja. Ich bin schon 3 Stunden im Spiel drin. Boah, bin ich langsam. Kapitel 3. Die Verschwörung. Gozaimasu. Endlich beginnt die Vorrunde des Football Frontier Turniers. Anders als im letzten Jahr haben wir dieses Mal genügend Spieler und einen echten Torjäger. Unser Ziel ist die Hauptrunde der Football Frontier und der Titel. Hey, sag mal, ist der neue Torjäger etwa dieser neue Schüler? Der große, gut aussehende? Bitte was? Meinst du Axel? So groß ist er doch gar nicht. Nein, nicht Axel. Der neue Bursche, der gerade aus Amerika zurückgekehrt ist. Aus Amerika? Nein, so einen haben wir nicht in der Mannschaft. Er hat mich nach dem Clubhaus des Fußballclubs gefragt, also dachte ich, er wäre mit von der Partie. Wie auch immer, ein so gut aussehender Typ hätte im Fußballclub sowieso nichts verloren. Na, dann fick dich doch. Ein Austauschschüler aus Amerika? Ob da wohl etwas dran ist? Ich gehe der Sache mal auf den Grund. Auf zum Clubhaus! Das ist unser Ziel. Eine Sperre hat sich gelöst. Sprich mit Celia, um weitere Infos zu erhalten. Wenn das so ist, lasst uns auch mal direkt in der Info reinschauen, die alte Wildsau, und den Blog natürlich auch noch. Hier. Ich bin Celia, die Neue im Team. Es ist schön dabei zu sein. Freut euch schon mal auf die Info zu neuen Spielern, die ich ab sofort für den Club sammeln werde. Kann man sagen. Und hier Zeit für ein Freundschaftsspiel und ein Heimkehrer aus Amerika. Ist das wahr? Ein neuer Schüler, der lange in Amerika gelebt hat, kommt in unseren Fußballclub? Da muss ich sofort ins Clubhaus und sehen, was das für einer ist. Aber ich würde sagen, Kinders, wir gehen ins Clubhaus erst im nächsten Part rein. Von daher gesehen, macht's gut. Haut rein. Ciao.